Die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung. Die rasch aufeinanderfolgenden 6. und 7. Wahlperioden besiegelten das Ende der Weimarer Republik. Sie fanden in der zweiten Hälfte des Jahres 1932 statt. Anders als aus der 5. Wahlperiode sind davon nur wenige Mitschnitte überliefert, aus der 7. Wahlperiode zum Beispiel nur ein einziger von 5 Minuten Länge. Wir hören exemplarisch den ersten Mitschnitt der 6. Wahlperiode. Es ist der 30. August 1932. Die NSDAP ist größte Fraktion und die Alterspräsidentin Clara Zetkin, KPD, hält eine von keinem Abgeordneten unterbrochene 40-minütige Rede. Der Mitschnitt endet mit der Wahl Hermann Görings zum neuen Vorsitzenden des Parlaments. Nach unserer Geschäftsordnung wird die erste Sitzung des neu gewählten Reichstags durch das älteste Mitglied als Vorsitzender eröffnet und geleitet. Nach den Feststellungen des Reichstagsbüros bin ich das älteste Mitglied des neu gewählten Reichstags. Ich bin am 5. Juli 1857 geboren. Wenn ein Mitglied des Reichstags älter sein sollte, so bitte ich ihn, sich zu melden und meine Stelle hier einzunehmen. Das ist nicht der Fall. Ich berufe als vorläufige Schriftführer die Abgeordneten Frau Lore Agnes, ferner die Herren Rauch München, Schwarz Frankfurt am Main und Ernst Stogler Berlin. Ich bitte die Berufenen, sich herauf zu bemühen. Meine Damen und Herren, der Reichstag tritt in einer Situation zusammen, in der die Krise des zusammenbrechenden Kapitalismus große Schichten des werktätigen Volkes auch in Deutschland mit furchtbarsten Leiden peinigt.
mit einem Haaren furchtbar zu leiden überschüttet. Zu den Millionen Arbeitsloser, die ein Bettelpfännchen sozialer Unterstützung oder auch ohne sie hungern, werden sich zu diesen Millionen werden im Herbst und im Winter weiteren Millionen Arbeitsloser stoßen. Verschärfter Hunger ist auch das Schicksal, aller anderen sozial hilfsbedürftiger und hilfsberechtigter, die noch Beschäftigten können bei ihren niedrigen Verdienst nicht die durch die Rationalisierung auf das Äußerste ausgepressten Muskel- und Nervenkraft ersetzen, geschweige denn Kulturbedürfnisse befriedigen. Der weitere Abbau des Tarifrechts und des Schlichtungswesens wird ihre Entbehrungslöhne noch weiter senken. Wachsende Scharen von Handwerkern und Kleingewerbetreibenden, von Klein- und Mittelbauern, versinken verzweifelnd in sozialen Elendstiefen. Der Rückgang, der Niedergang der Wirtschaft und die Zusammenschrumpfung der Aufwendungen für Kulturzwecke vernichtet die wirtschaftliche Grundlage für die Existenz der geistig Schaffenden und verengert fortschreitend das Tätigkeitsfeld für ihre Kenntnisse und ihre Kräfte. Der im Osten entbrannte Völkerkrieg, der von Westen her kräftig geschürt wird und in dessen Flammenmeer auch die Sowjetunion und ihr sozialistischer Aufbau vertilgt werden soll, wird auch die Deutschland mit gehäuften Schrecken und Gräueln überschütten, die das Mord- und Vernichtungswerk des letzten Weltvölkergemetzels in den Schatten stellen. Die politische Macht in Deutschland hat ein Präsidialkabinett an sich gerissen mit Ausschaltung des Reichstags. Dieses Kabinett ist der Handlanger des verdrosteten Monopolkapitals und des Großagrariertums. Die treibende Kraft ist die Generalität
der Reichswehr. Trotz der Allmacht des Präsidialkabinetts hat dieses gegenüber allen innen- und außenpolitischen Aufgaben der Stunde gänzlich versagt. Die Innenpolitik charakterisiert sich als genau die ihrer Vorgängerin als Politik der Notverordnungen. Notverordnungen im ureichensten Sinne des Wortes, denn sie verordnen Not und steigern die schon vorhandene Not. Wie? Ja. Wie? Ja. Gleichzeitig zertritt dieses Kabinett die Rechte der Massen gegen die Nöte zu kämpfen. Sozial Hilfsbedürftige öffnet sie lediglich in verschuldeten Großagrariern, krachenden Industriellen, bankgewaltigen Rädern und gewissenlosen Spekulanten und Schiebern. Ihre Steuer-, Zoll- und Handelspolitik nimmt breiten Schichten des schaffenden Volks und um kleine Interessentengruppen zu beschenken, verschlimmert die Krise durch weitere Einschränkung des Konsums, des Imports und des Exports. Ebenso schlägt ihre Außenpolitik den Interessen des schaffenden Volks ins Gesicht. Nein. Sie wird geleitet von imperialistischen Gelüsten, bringt Deutschland durch das ziellose, dilettantische Schwanken zwischen Klumpern, Anbiederungsversuchen und Säbelrassen in steigende Abhängigkeit von den Großmächten des Versailler Vertrags und schädigt die Beziehungen zur Sowjetunion, dem Staat, der als Staat ehrlicher Friedenspolitik und des wirtschaftlichen Aufschwungs ein Rückhalt für die deutsche werktätige Bevölkerung ist. Schwerstens belastet ist das Schuldkonto des Präsidialkabinetts durch die Morde der letzten Wochen, die volle Verantwortung trägt durch die Aufhebung des Uniformverbots für die National
sozialistischen Sturmabteilung und durch offene Begönnerung der faschistischen Bürgerkriegstruppen. Vergebens sucht sie über ihre politische und moralische Verantwortung hinwegzutäuschen durch Auseinandersetzungen mit ihren Genossen über die Verteilung der Macht im Staat. Das vergossene Blut kittet sie für ewig mit den faschistischen Mördern zusammen. Ja. Kommt unser alles hin. Ja, ja. Die Ohnmacht des Reichstags und die Allmacht des Präsidialkabinetts sind der Ausdruck des Verfalls des bürgerlichen Liberalismus, der zwangsläufig den Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise begleitet. Dieser Verfall wirkt sich auch voll aus in der reformistischen Sozialdemokratie. Ja. Die sich mit Theorie und Praxis auf dem morschen Boden der bürgerlichen Gesellschaftsordnung stellt. Die Politik der Schleicherregierung ist nichts anderes als die unverschleierte Fortsetzung der Politik der ihr vorausgegangenen Grünen-Regierung, die von der Sozialdemokratie toleriert wurde. Die Koalitionspolitik der Sozialdemokratie als Schrittmacher vorausgegangen ist. Die Politik des kleineren Übels hat das Machtbewusstsein aller reaktionären Gewalten gestärkt und soll noch das größte aller Übel erzeugen. Die Massen an Passivität zu gewöhnen, die darauf verzichten sollen, ihre volle Macht außerhalb des Parlaments einzusetzen. Damit wird auch die Bedeutung des Parlaments für den Klassenkampf des Proletariats gemindert. Soweit innerhalb bestimmter Grenzen das Parlament für den Kampf der Werktätigen ausgenutzt werden kann, so nur dann, wenn es das Parlament eine Spitze an kraftvollen Aktionen von Massen außerhalb seiner Mauern. Ehe der Reichstag
Stellung nehmen kann zu Einzelaufgaben der Stunde, muss er seine zentrale Aufgabe erkannt und erfüllt haben. Sturz der Reichsregierung und die den Reichstag durch Verfassungsbruch vollständig zu beseitigen strebt. Anklage könnte der Reichstag auch erheben gegen den Reichspräsidenten und die Reichsminister wegen Verfassungsbruch und noch weiteren geplanten Verfassungsbrüchen bei dem Staatsgerichtshof zu Leipzig. Doch eine Anklage vor dieser hohen Instanz hieße, den Teufel bei seiner Großmutter verklagen. Selbstverständlich kann nicht durch Parlamentsbeschluss die Gewalt eines Regierung gebrochen werden, die sich stützt auf die Reichswehr und alle anderen Machtmittel des bürgerlichen Staates. Auf den Terror der Faschisten, die Falschheit des bürgerlichen Liberalismus und die Passivität großer Teile des Proletariats der Werktätigen. Erstürzte Regierung im Reichstag kann nur das Signal sein, wir den Aufmarsch und die Machtentfaltung der breitesten Massen außerhalb des Parlaments. Das mit dem Ziel, in den Kampf das volle Gewicht der wirtschaftlichen und sozialen Leistung der Schaffenden und auch die Wucht seiner großen Zahl einzusetzen. In diesem Kampf gilt es zunächst vor allem, den Faschismus niederzuringen, der mit Blut und Eisen alle klassenmäßigen Lebensäußerungen der Werktätigen vernichten soll. In der klaren Erkenntnis unserer Feinde, dass die Stärke des Proletariats der Werktätigen am allerwenigsten von Parlamentssitzen abhängt, vielmehr verankert ist in seinen politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Organisationen. Ich muss mal eine Pause machen. Ich muss noch mal. Was kommt jetzt? Billigchen zeigt den Werktätigen
dass der Massenstreik sogar in Zeiten größter Wirtschaftskrise seine Schneide bewahrt. Vorausgesetzt, dass dahinter, hinter dem Gebrauch dieser Waffen, die Entschlossenheit und Opferfreudigkeit der Massen steht, vor keiner Weiterung des Kampfes zurückzuschrecken und die Gewalt der Feinde mit Gewalt zurückzuschlagen. Jedoch die außerparlamentarische Machtentfaltung des Werktätigen darf sich nicht auf den Sturz einer verfassungswidrigen Regierung beschränken. Sie muss über dieses Augenblicksziel hinaus auch gerichtet sein auf den Sturz des bürgerlichen Staates und seiner Grundlage der kapitalistischen Wirtschaft. Alle Versuche, auf dem Boden der kapitalistischen Wirtschaft durch die Krise zu mildern, geschweige denn zu bannen, können das Unheil nur verschärfen. Staatliche Eingriffe versagen, denn der bürgerliche Staat hat nicht die Wirtschaft, sondern umgekehrt die kapitalistische Wirtschaft hat den Staat, welche Etikette er auch trägt. Als Machtapparat der Besitzenden kann er sich nur zu deren Vorteil einsetzen, auf Kosten der konsumierenden und produzierenden, streitend schaffenden Volksmasse. Sozial-Hilfsbedürftige erblickt dieser Staat einzig und allein bei überschuldeten Großagrariern, krachenden Industriellen und Bankgewaltigen, bei bei Rädern und gewissenlosen Spekulanten und Schiebern. Eine Planwirtschaft auf dem Boden des Kapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Die Versuche dazu werden immer wieder vereitelt durch das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Planmäßigkeit der Wirtschaft ist nur möglich bei der Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln.
Sie? Der Weg zur Überwindung wirtschaftlicher Krisen und aller drohenden imperialistischen Kriegsgefahren ist einzig und allein die proletarische Revolution, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufhebt. Und damit die Planmäßigkeit des Wirtschaftens sichert. Der große weltgeschichtliche Beweis dafür ist die russische Revolution. Sie hat gezeigt, dass den Schaffenden die Kraft eignet, alle ihre Feinde niederzuwerfen und zusammen mit dem Kapitalismus im eigenen Lande auch die imperialistischen Raubgewalten zurückzuwerfen. Sklavenverträge wie den Versailler Vertrag zu zerreißen. Der Sowjetstaat erhält es auf, dass die Werktätigen, die Reichen besitzen, eine neue Wirtschaftsordnung aufzubauen, die in der eine Höherentwicklung der Gesellschaft ohne verwüstende Krisen erfolgen kann. Teilt eben die Ursache der anarchischen Produktionsweise vernichtet ist, das Privateigentum an den großen Produktionsmitteln. Jetzt kommt ein Bild. Der Kampf der Werktätigen gegen die zerfleischenden Nöte der Gegenwart ist zugleich der Kampf für ihre volle Befreiung. Er ist ein Kampf gegen den versklavenden und ausbeutenden Kapitalismus und für den befreundenden Sozialismus. Diesem Ziel, diesem leuchtenden Ziel, muss der Blick der Massen unverrückt zugewandt sein, nicht umnebelt durch Illusionen über die befreiende Macht der Demokratie und nicht zurückgeschreckt durch die brutalen Gewalten des Kapitalismus und der zu seiner Rettung durch neues weltvölkergenetzte und faschistische Bürgerkriegsmorde erstreckt. Das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen.
Mit dieser Zurückwerfung des Faschismus geht es darum, den Versklavten und Ausgebeuteten die Kraft und die Macht ihrer Organisation zu erhalten, ja sogar ihr bedrohtes physisches Leben. Vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Alle Bedrohten, alle Leidenden, alle Befreiungssehnsüchtigen in die Einheitsfront gegen den Faschismus und seine Beauftragten in der Regierung. Die Selbstbehauptung der Werktätigen gegen den Faschismus ist die nächste unerlässliche Voraussetzung für die Einheitsfront im Kampfe gegen Krisen, imperialistische Kriege und ihre Ursache, die kapitalistische Produktionsweise. Die Auflehnung von Millionen werktätiger Männer und Frauen in Deutschland gegen Hunger, Entrechtung, faschistischen Mord und imperialistische Kriege ist ein Ausdruck der unzerstörbaren Schicksalsgemeinschaft der Schaffenden der ganzen Welt. Diese internationale Schicksalsgemeinschaft muss eher geschmiedete Kampfesgemeinschaft werden. Eine Kampfesgemeinschaft der Werktätigen in allen Gebieten kapitalistischer Herrschaft. Eine Kampfesgemeinschaft, die sie zugleich mit den vorausgestürmten, befreiten Brüdern und Schwestern in der Sowjetunion fest verbindet. Streiks und Aufstände in verschiedenen Ländern sind lodernde Flammenzeichen, die den Kämpfenden in Deutschland zeigen, dass sie nicht allein stehen, dass überall die Entehrten und Niedergetretenen beginnen zur Eroberung der Macht vorzustoßen, in der auch in Deutschland sich formierenden Einheitsfront der Werktätigen dürfen die Millionen Frauen nicht fehlen, die noch immer Ketten der Geschlechtssklaverei tragen, die dadurch härteste Klassensklaverei ausgeliefert sind. In den vordersten Reihen muss die Jugend kämpfen, die
muss die Schuhen kämpfen. Die freies Emporfliegen, ausreifen ihre Kräfte heißt, aber heute keine andere Aussicht hat, als den Kadavergehorsam und die Ausbeutung in den Kolonnen der Arbeitsdienstpflichtigen. In die Einheitsfront auch alle geistig Schaffenden, deren Können und Wollen den Wohlstand und die Kultur der Gesellschaft zu mehren, heute in der bürgerlichen Ordnung sich nicht mehr auszuwirken vermag. In die kämpfende Einheitsfront, alle, die als Lohn- und Gehaltshörige oder sonst wie Tributpflichtige des Kapitals zugleich Erhalter und Opfer des Kapitalismus sind. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Den Namensaufruf vorzunehmen. Die Mitglieder werden einzeln aufgerufen und ich bitte jeden Aufgerufenen mit hier zu antworten. Abicht, Thüringen, Adler, Agatz, Agatz, Dr. Agena, Frau Agnes, Frau Ahlers, Albrecht Frankfurt, Albrecht Thüringen, Frau Ansorge, von Arnim, Arzt, Asmut, Aufhäuser, Frau Augustat, Dr. Bade, von dem Bach Zelewski, Dr. Bang, Bartel, Bauser Stuttgart, Dr. Beiersdorfer, Beck Oppeln, Becker Arnsberg, Becker Breslau, Becker Düsseldorf, Becker Herborn, Beckerle, Behme, Behrens, Beim. Die Frau Alterspräsidentin hat mich beauftragt, Ihnen das Resultat der Abstimmung mitzuteilen. Abgegeben sind 587 Stimmen. Davon sind gültig 583 Stimmen. Hiervon erhielten der Abgeordnete Göring 367 Stimmen. Der Abgeordnete Löbe 135 Stimmen,
der Abgeordnete Torgler 80 Stimmen und der Abgeordnete Stöhr eine Stimme. Die absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmen. Es ist somit der Abgeordnete Göring, der als Präsident des Reichstags gewählt. Die absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmen. Meine Damen und Herren, die absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmen. Der Herr Abgeordnete Göring ist somit als Präsident des Reichstags gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Damit ist meine Pflicht als Alterspräsidentin erfüllt und der gewählte Präsident des Reichstags wird seines Amtes weichen. Frau Seckrin, das kommt nur einmal. Das wird unsere und der Arbeiterklasse Sorge sein. Die Arbeiterklasse wird darüber entscheiden, nicht Sie. Meine Damen und Herren, durch die Mehrheit dieses Hauses und als Vertreter der stärksten Fraktion auf diesen Platz berufen, danke ich für das Vertrauen. Ich verspreche, mein Amt unparteiisch, gerecht und nach der bestehenden Geschäftsordnung auszuüben. Ich werde für die Ordnung und Würde dieses Hauses Sorge tragen. Ich lasse aber keinen Zweifel, dass ich ebenso wenig die Würde und die Ehre des deutschen Volkes antasten lasse. Auch die Ehre der Geschichte des deutschen Volkes wird in mir einen berufenen Hüter finden. Wir fahren jetzt in der Wahlhandlung fort. Bevor ich das Wort dem Abgeordneten Frick erteile, berufe ich als Schriftführer zur Unterstützung der Wahlhandlung die Abgeordneten Kaufmann und Linder, die Abgeordnete Frau Teusch und den Abgeordneten Labarenz. Ich bitte die betreffenden Schriftführer, zum Teil die Plätze einzunehmen, zum Teil bei den jetzt kommenden Abstimmungen die Abstimmung zu unterstützen. Ich erteile dem Abgeordneten Dr. Frick das Wort. Sie kommt zum Schluss. Nicht empfangen, sondern dieses Präsidium unverzüglich zum Vortrag zu empfangen. Es erhebt sich kein Widerspruch, stelle das Einverständnis fest. Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen häufen sich in der Presse aller Richtungen die Nachrichten über eine beabsichtigte Ausschaltung des Reichstages. Der Reichstag solle angeblich über keine arbeitsfähige Mehrheit verfügen. Das deutsche Volk und das Ausland wird durch solche Nachrichten mehr und mehr beunruhigt. Als Präsident des Deutschen Reichstages weise ich derartige unverantwortliche Gerüchte zurück. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Reichspräsident nur gemäß der von ihm an dieser Stelle beschworenen Verfassung sein hohes Amt ausüben wird. Ich bitte dringend um Ruhe. Wenn Sie keine Ruhe geben können, dann begeben Sie sich hinaus. Steht manchen Not. Ruhe. Na, Dittmann, Sie brauchen mich nicht belehren, wie ich hier zu verfahren habe. Ich bin fett. Na, dann wären Sie schon längst tot. Ich
Ich stelle vor dem ganzen deutschen Volke ausdrücklich fest, dass die heutige Sitzung sowie vor allem die Wahl des Präsidiums eindeutig erwiesen hat, dass der neue Reichstag über eine große, arbeitsfähige nationale Mehrheit verfügt und somit in keiner Weise der Tatbestand eines staatsrechtlichen Notstandes gegeben ist. Ich bin überzeugt, dass der Reichstag, wenn alle wertvollen Kräfte zusammenwirken, die schweren Aufgaben erfüllen wird, die seiner harren. Zum ersten Male besitzt der Reichstag wieder eine nationale Mehrheit, die ihn befähigen muss, das deutsche Volk aus drückendster materieller Not und dumpfester seelischer Verzweiflung herauszuführen. Die Tatsache eines nationalen Präsidiums beseelt mich mit der Hoffnung, dass ich mein Amt als Präsident dieses Reichstages ausüben kann, dass die Ehre des Volkes, die Sicherheit der Nation und die Freiheit des Vaterlandes die obersten Leitsterne meines Handelns sein können. Also dann bitte ich Sie, mich zu ermächtigen, Tag und Stunde der nächsten Sitzung sowie die Tagesordnung dieser Sitzung festzusetzen. Das Haus ist damit einverstanden oder erhebt sich Widerspruch? Wir wollen die Frage der nächsten Sitzung des Reichstages nicht in der Zulassung gelegen, dieses nationalen Präsidenten in den Reichstag stellen, sondern wir sind der Meinung, dass der Reichstag durchaus die Möglichkeit und auch die Pflicht hat, wenn er sich nicht selbst ausschalten will, jetzt einen Tag festzusetzen, an dem er zu einer weiteren Beratung zusammentritt. Wir sind der Meinung, da ohne dies in Aussicht genommen war, dass morgen erst die Präsidentenwahl erfolgt, also für morgen eine weitere Sitzung in Aussicht war, dass der Reichstag morgen Mittag wieder zusammentritt, um durch Erledigung der vorliegenden Misstrauensanträge gegen Staatsstreichplänen der Staatenregierung rechtzeitig entgegenzuwirken. Wir beantragen also, die nächste Sitzung des Reichstages festzusetzen für morgen Mittag und auf die Tagesordnung zu setzen, die vorliegenden Misstrauensanträge gegen die Staatenregierung, weiter auf die Tagesordnung zu setzen, die Anträge auf Aufhebung der Notverordnungen der Papenregierung und im Besonderen auf die Tagesordnung zu setzen, jener Antrag der Kommunistischen Partei, der sich gegen die Einsetzung der Sondergerichte mit ihren ungeheuerlichen Terrorurteilen gegen revolutionäre Anwälte richtet. Beantrage also die Tagesordnung so festzusetzen und den Termin für morgen Mittag 1 Uhr als Termin festzusetzen für die nächste Sitzung des Reichstages. Hat sich noch jemand zu Wort gemeldet? Ich habe mich gemeldet. Der Abgeordnete Dittmann. Im Namen meiner Fraktion stelle ich den gleichen Antrag, dass das Plenum morgen Nachmittag 1 Uhr zusammentritt und die Anträge, die dazu mit Forster genannt hat, auf die Tafel gestellt, außerdem die gleichlautenden Anträge, die von unserer Fraktion gestellt worden sind. Wir beantragen für diese Abstimmung namentliche Abstimmung, die ja möglich ist, auch nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung. Sonst noch Wortmeldung? Das ist aber sehr unangenehm, was? Haben sollte einen Humor. Wieso? Nach § 106 Unzulässigkeit der namentlichen Abstimmung. Sitzungszeit und Tagesordnung. Kann also hierüber nicht namentlich abstimmen lassen. Also wird sich auch so die Mehrheit feststellen lassen und die Abstimmung der Nationalsozialisten. Dann beantrage ich jetzt die, nein, der Vorsitzende die Abstimmung, falls Sie Ihren Antrag auf. Aber selbstverständlich, Herr Präsident. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die Sitzung morgen festgesetzt haben wollen, und zwar mit der Tagesordnung, die der Abgeordnete Torgler in Verbindung mit der Abgeordnete Dittmann vorgeschlagen hat,
bitte ich aufzustehen. Das ist die Minderheit. Ruhe. Ich bitte jetzt diejenigen Mitglieder. Wer hat gesagt, sie sollen sich nicht lächerlich machen? Der Abgeordnete rufe ich zur Ordnung. Der Präsident wird geschätzt. Ein Augenblick. Zunächst bitte ich diejenigen Mitglieder. Ich erteile jetzt nicht das Wort zur Geschäftsordnung. Ich erteile augenblicklich nicht das Wort zur Geschäftsordnung. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die für meinen Vorschlag Tagesordnung und Sitzung dem Präsidenten zu überlassen, die dafür stimmen, bitte ich, sich jetzt zu erheben. Das ist die Mehrheit. Und Tagesordnung bestimmt der Präsident. Bevor ich nun die heutige Sitzung schließe, hat der Reichstag noch einer Ehrenpflicht zu genügen. Schwerstes Unglück ist über unsere tapfere Reichsmarine hereingebrochen. Das Schulschiff Niobe ist durch eine Sturmböe in der Ostsee gesunken. 69 tapfere junge Seeleute haben den Tod gefunden. Sie sind in treuer Pflichterfüllung, in Aufopferung für ihr Volk und ihr Vaterland gefallen. Mit den Hinterbliebenen, mit der Marine trauert das gesamte deutsche Volk. Sie hörten den Mitschnitt der ersten Reichstagssitzung der sechsten Wahlperiode vom 30. August 1932. Deutsches Rundfunkarchiv.